Also, hast du mit dem Sheriff gesprochen? Ja, könnte man so sagen. Wie ist er so? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge Dusk. Und ich denke mal, der Sheriff wird uns wohl beschützen. Glaube ich jedenfalls, keine Ahnung. Scheint alles im Griff zu haben. Glaube ich. Mal sehen. Das wissen wir erst, wenn die Kacke am Dampfen ist. Meine Meinung? Halt dich fern. Erzähl es nicht weiter. Aber Dante ist mein Cousin. Ei. Und niemand in der Familie dachte, er würde einen guten Sheriff abgeben. Ja, lass die Pizza doch mal schmecken, du. Ich zähle das Geld. Jay, isst du was? Kein Hunger. Ich will, dass das vorbei ist, Tyler. Alles. Es ist vorbei, wenn wir gewinnen. Vergiss das nicht und hilf uns. Und iss verdammt nochmal was. Gott, das hat er bestimmt gehört. Nee, hat er nicht. Vince, kann ich auf dich zählen? Ja, safe kann er auf uns zählen. Gut. Hey, willst du die vielleicht mit uns teilen? Sie stahlen mir ein Schwert. Ach, das musst du finden. Nein, ich denke nicht. Jetzt will der uns hier einspannen, um uns hier so ein, unser Buch zu holen. Der soll uns retten, verdammte Scheiße. Und uns nicht hier irgendwie einspannen, dass wir unser Leben riskieren für irgendwie seine Geheimniskrämereien. Also das ist ja... Das ist ja mal komplett dumm. Was soll das heißen, wir kriegen keine? Da sind 6 Pizzen. Jetzt nerv doch mal nicht rum wegen der Pizza, Alter. Also halt dein Maul. Du Arschloch. Paul hat niedrigen Blutzucker. Schon gut. Ich hol mir was aus dem Automaten. Wir dürfen nichts essen? Nein. Ich sagte nein, also nein. Oh, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut wäre. Hinterher, letztes Mal, als wir hier rumgefordert haben, ist Michelle angeschossen worden. Also ich würde sagen, nee, wir akzeptieren das so. Wie gesagt, der soll sich da was aus dem Automaten holen. Tun wir doch einfach, was Sie sagen, ja? Wieso denn, Mann? Wir sind hungrig. Sie brauchen Kraft. Wir essen, wenn wir frei sind. Seit wann juckt es dich denn, wie es uns geht? Einschmeicheln. Stockholm-Syndrom. Ich sorge mich um jeden. Ich bin einfach nett. Ja, okay, wie du meinst. Du bist unheimlich. Machen die dir Ärger? Nee, alles bestens. Oh, Mist, sorry. Idiot. Wisch's auf. Sorry. Weißt du, was dein Problem ist? Du mischst dich zu viel ein. Wenn du einfach dein Maul gehalten hättest, wären wir schon wieder weg. So habe ich's noch nicht gesehen. Was du nicht verstehst, wir sind nicht so. Wir brauchten Kohle, aber wir sind nicht... Tyler, er baut Zeug. Jay steht auf Natur. Ich, ja, die Sache mit dem Schnapsladen, aber ich krieg bald einen Job. Ist weg. Aber keine Ahnung, ob Jessica mich nach der Scheiße noch nehmen würde. Das ist gerade dein Problem. Egal, wir bleiben weiter beim Stockholm-Syndrom. Klingt echt schwierig, Mann. Oh, fick dich. Nein, ernsthaft, ich verstehe dich. Na, sieh mal einer an. Du verstehst mich. Halleluja. Hey, ich wollte doch einfach nur... Was? Mich bemitleiden? Ach, fick dich doch, Arschloch. Na. Okay, genieß die Pizza. Mit Pizza sieht's schlecht aus, Leute. Ach, ich hab eh keinen Hunger. Okay, Stockholm-Syndrom hat nicht funktioniert. Schade. Telefon. Eieiei. Habt ihr mein Heli? Yep, hab ihn. Die Flugaufsicht lässt euch von Mexicali bis El Paso fliegen. Aber bevor ich die Landung autorisiere, will ich was wissen. Warum habt ihr mein Haus ausgesucht?
Sag's mir ins Gesicht. Draußen. Sonst kein Deal. Was will der? Ist das eine Falle? Vielleicht. Aber jetzt müssen wir sein Spiel spielen. Ich könnte ja gehen. Ich habe ihm einiges zu sagen. Nein, ich habe Mar gesagt, ich pass auf dich auf. Schon gut. Ich bin heute ein großer Junge. Ja. Ein krummes Ding. Und die Geiseln sind dran. Alles gut. Ihr habt mein Wort. Pizzabote, wir machen einen Spaziergang. Hey, sag Dante, er soll uns endlich hier rausholen. Ja, weil das auch so einfach wäre, ne? Kannst du uns jetzt bitte hier rausholen? Ja, okay, dann machen wir jetzt. Musst du okay. So fest zupacken. Klappt. Nicht meine Schuld, dass du so fett bist. Was soll das denn jetzt? Ich komme raus! Verdammt! Ich will endlich an einem Strand liegen. Tamales essen, Tequila schlürfen. Stockholm-Syndrom, wir bleiben dabei. Vielleicht klappt's diesmal. Du hast es fast geschafft. Behalte einen kühlen Kopf. Kühler Kopf. Du klingst wie Tyler. Komm schon. Bitte komm zurück. Ich bin's. Dale Holt. Ich hatte deinen Bruder erwartet. Fröhliche Scheiß-Weihnachten. Weißt du, bis heute warst du ein kleiner Wicht. Dieser blöde Überfall vor ein paar Sommern, ein paar Kleinigkeiten. Und jetzt sieh dich an. Ihr Jungs habt euch echt einen Namen gemacht. Ich setz noch einen drauf, Arschloch. Hab in deine Limo gepisst. Ach, egal. Ich glaube, du hast da was, das mir gehört. Ja, die Kohle. Nicht die Kohle. Mein schwarzes Buch. Wo ist es? Wovon redest du da? Spiel keine Spielchen! Ein Schritt näher und ich puste ihm die scheiß Birne weg! Was wird denn das jetzt für eine Nummer wegen so einem Buch? Ich sagte doch, ich habe keine Ahnung, was du da laberst. Ihr riskiert ja mehr unsere Leben als alle anderen hier. Wie du willst. Hol, Sniperschütze! Oh Gott, nein. Ich muss bestimmt Quicktime werden. Ich bin bereit, Freunde und Freundinnen, ich bin bereit. Nicht warnen, wir warnen ihn auf gar keinen Fall. Schuss! Dale tot. Ziel getroffen. Ich wiederhole. Ziel getroffen. Nein! Ihr verfickten Mörder! Er schießt ihn! Oh Gott, hoffentlich stirbt weder jetzt die Tochter noch der Opa noch der Hund. Bei einstellen! Okay, los! Jetzt! Schnell zur Tür! Ich verstehe nicht. Das war's noch nicht. Auf das Buch. Junge, der riskiert unser aller Leben. Der riskiert Wenn unser aller Leben für sein blödes ich Buch. Teile um. Was ist denn das für eine Nummer? Mit der Vince. An ihrer Stelle würde ich reingehen. Was ist denn das für eine Nummer? Was hast du getan? Was ich getan habe, ist dein Scheiß Ernst. Warum bist du zurückgekommen? Weil meine Familie hier ist. Du hast Dale umgebracht. Aua. Hey, er war das nicht. Du hast dir das Sagen, Tyler. Du hast deinen Bruder rausgehen lassen. Wenn du jemandem die Schuld geben willst, schau in den Spiegel! Joyce! Wer hat Joyce umgebracht? Tyler. Die arme Frau. Ich meine, gut, die war auf unserer Prioritätenliste hinsichtlich der Rettung relativ weit unten angesiedelt, aber trotzdem. Die arme Joyce. Jetzt ist er ein Mörder. Also ich habe damit nichts zu tun, ne? Wir konnten da keine Entscheidung treffen. Sie hat selber sich entschieden dazu, dass sie da rumkrakehlen möchte und ihnen da irgendwie die Schuld für den Tod seines Bruders geben möchte. Das muss man dann halt auch wissen. Er ist in einer emotionalen Ausnahmesituation, hat gesehen, wie sein Bruder gerade von der Polizei erschossen wurde. Und den dann jetzt auch noch zu provozieren, das ist halt
auch nicht klug. Deswegen, also, ich habe damit nichts zu tun. Oh, die hatte ein Kind, ne? Oh, ja. Junge, was ist denn das für ein Polizist? Anstatt, dass er uns hier irgendwie raushilft, nutzt er uns jetzt völlig aus, damit wir ihm so ein dämliches Buch holen können. Was ist denn das für eine Nummer, Dante? Egal, nach wie vor sind uns wichtig die Mutter, also nicht sie, sondern die andere Mutter, rest in peace an der Stelle, Joyce. Die haben wir mehr oder weniger gerettet. Das kleine Kind ist uns natürlich wichtig, der Opa ist uns wichtig, der Hund ist uns wichtig und dieser Jay, der Kleine von den drei Bühnern. Und Vince natürlich. Aber Blitzreflexe, möchte ich nochmal darauf hinweisen an der Stelle. Blitzreflexe. Okay, da habe ich keine Lust, mir das alles anzugucken. Deswegen gehen wir direkt rein ins nächste Kapitel. Spiele mit bis zu 7 Freunden, ui. Entschuldigung. Hier beginnen zum Tippen. So. Ja, okay, also wie gesagt, hier oben steht's extra. Ich möchte, also das meine ich jetzt wirklich auch ernst, das ist nicht irgendwie sarkastisch oder ironisch. Es wird jetzt offensichtlich gleich hier explizit bildliche Darstellung von Selbstmord geben. Also eine Triggerwarnung finde ich sehr, sehr gut an der Stelle von dem Spiel. Finde ich wirklich gut, dass das gemacht wird. Ich werde diese, ich werde das spielen. Diejenigen von euch, die aber das Ganze dann nicht sehen möchten, sollten dann an dieser Stelle der Folge bitte abschalten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also wie gesagt, auf diese Triggerwarnung möchte ich nochmal ganz explizit auch als Spieler jetzt an der Stelle hinweisen. Sehe mich da wirklich auch in der Verantwortung. Wie gesagt, ich für mich persönlich übernehme die Verantwortung, dass ich das sehen möchte, in Anführungsstrichen. Also wir werden das spielen. Jetzt nicht unbedingt um das genaue... gut, ich verstehe das schon. Wie gesagt, wer das nicht sehen möchte, der sollte an der Stelle bitte die Folge beenden. Deswegen für die, die jetzt abschalten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alle anderen bleiben natürlich dran. Und dann gehen wir jetzt rein. Aber finde ich wirklich sehr, sehr stark von dem Spiel, dass okay, diese Triggerwarnung drin sind. Bringt den hier weg. Finde ich sehr, sehr gut. Tyler, was hast du getan? Er ist tot. Er ist einfach tot. Ich weiß, aber du... Fresse! Bring einfach die Leiche nach hinten. Warum denn jetzt der kleine Junge? Willst du ein bisschen schlafen, Kleine? Ich bin nicht müde. Sie hat alles gesehen. Das mit Dale, die Sache mit Joyce. Glaub mir, ich weiß es. Gott, was soll ich Ash sagen? Armer Junge. Ja. Ich meine, letztlich, wenn man so möchte, haben wir es doch irgendwie ein bisschen zu verantworten, weil die hätten ja einfach... was nervt denn jetzt mit seinem dummen Buch? Wir hätten ja einfach Dale warnen können, dann hätte Dale wahrscheinlich sich nicht erschießen lassen. Dann hätte Tyler nicht Joyce erschossen, so. Aber wer konnte denn damit auch rechnen? Ich hoffe, er lügt uns nicht an. Ich hoffe, er lügt uns nicht an der Stelle. Hey! Oh nein! Du Vince, du Trottel! Du wusstest, was passieren würde, oder? Nein, woher denn auch? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Nein, natürlich nicht. Er war mein kleiner Bruder. Ich war da, als er geboren wurde. Er ist wenigstens im Kampf gestorben. Joyce, hast du hingerichtet? Du willst die Wahrheit? Leben ist Krieg. Menschen sterben. Sie haben keine Wahl, wann es passiert. Ja.
Da hat er tatsächlich Da hat er tatsächlich wahre Worte gesprochen. Also er hat recht, wollte ich sagen, nicht wahr? Ziel nicht mit dem Ding auf mich. Ma'am, das ist eine laufende Operation. Wer kommt denn jetzt an? Sheriff? Soll ich sie festnehmen? Sharon? Sharon, du kannst nicht einfach... Was zum Teufel machst du hier? Es ist Ma. Oh, jetzt kommt noch mal extra Brisanz rein. Das könnte den Jay sehr, sehr beeinflussen. Meine Jungs sind da drin. Sie würden mich nicht ausrauben, ohne dass du es weißt. Außerdem ist es eine ziemlich chaotische Nacht. Trotzdem, wenn sie raus sollen, lässt du mich rein. Achtung, bereithalten. Es gibt ein Problem. Verzeihung, Deputy. Sheriff? Sharon, lass mich das nicht bereuen. Das bringt natürlich jetzt sehr, sehr viel Brisanz in die Nummer, wenn die Mutter der Söhne da jetzt auftaucht. Macht auf, bevor er seine Meinung ändert, okay? Ma, was machst du hier? Hey, Mama. Hi, Schatz. Wo ist Dale? Oh Gott, nein. Ma, tut mir leid. Du solltest doch auf ihn aufpassen. Ei, ei, ei. Ach so, langsam bereue ich doch ein bisschen, dass wir mit Vince Dale nicht gewarnt haben. Sharon, es tut mir leid. Wie ist das passiert? Romero lockte uns raus wegen des Helikopters. Er hatte Scharfschützen. Was? Er hat ihn rausgelockt wie... ein Tier? Hast du was zu sagen? Nein. Spuck's aus. Du denkst, mein Dale hat's verdient, oder? Niemand verdient es zu sterben. Nicht so. Wie heißt du? Vince. Er ist ein Familienvater. Er hat direkt Probleme gemacht. Greift nach den Waffen. Und war draußen, als es Dale erwischt hat. Sagt, er wusste nichts, aber... Familienvater, ja? Verstehe. Du hältst meine Jungs für Monster, aber wir haben so viel verloren. Und jetzt, Dale. Ich verliere niemanden mehr. Also hilf du meiner Familie und ich helfe deiner. Abgemacht? Das ist ein guter Deal. Wenn wir jetzt wegen den Pager... Scheiß drauf, wir riskieren es jetzt, Freunde und Freundinnen. Okay. Hier, der Sheriff hat mir was gegeben. 2 Wegepager. Er hat was? Er will ein Buch, das ihr gestohlen habt. Er sagt, wenn ich es nicht besorge... Du arbeitest mit den Bullen? Ja, ganz ruhig! Tyler Douglas Holt! Lass ihn sofort los! Ich hab ihm mein Wort gegeben. Wort ist Wort. Also will Dante dich ausnutzen und du trickst ihn aus. Warum? Wir sind ehrlich, Familie. Mir ist egal, wessen Haus ihr überfallen habt. Mir geht's nur um meine Familie. Wir sind unterwegs. Ende. Tyler, wir müssen uns unterhalten. Dieser Idiot Dante glaubt, ich helfe ihm. Jay, Liebling, keine Sorge. Wir holen euch da raus. Also was zur Hölle ist denn los? Dante denkt, okay. Ich mache hier was? Seinen Job. Oh, aber er steigt sehr es schnell ist dahin. Alles gut. Nicht so früh, du damit durchkommst. Gar nichts. Stecken wir nicht schon tief genug in der Scheiße? Gesagt. Wir wollten uns hier verstecken, bis Romero die Puste ausgeht. Doch jetzt ist jeder Bulle der Stadt hinter uns her.
Ich bin hier gerade am Improvisieren. Also wenn du eine bessere Idee hast... Muss es die Route 66 sein? Ich habe einen verlangt, um uns rauszubringen. Nach Mexiko. Da gibt's nur Mormonen und Salz. Dann sehen wir weiter. Daddy? Hey, Spatz. Versuch zu schlafen. Daddy, du siehst ängstlich aus. Wer hat denn auch da alle? Was ist das denn für eine so Aussage? Fühl ich mich gar nicht. Wer hätte denn damit rechnen können, dass wir hier in so einem Motel in so eine Geiselnahmen-Schießerei-Geschichte geraten, Alter? Eher wie das Gegenteil. Ich fühle mich sicher. Es ist ja jetzt nicht irgendwie allgemein bekannt so, wenn sie die Route 66 waren, dann werden sie definitiv ich dich weiter. Geisel in der Geiselnahme. Alter, was ist das denn für eine dumme Aussage? Mann, Opa. Dante, hier Sharon. Ach, verdammt nochmal, hör jetzt zu. Vergiss den Hubschrauber. Wir wollen einen Schulbus. Groß genug für uns und die Geiseln. Nein, warum sollen wir denn mit sie in den dummen auch Bus? Mit? Nein. So sind wir sicherer. Ja, das habe ich gesagt. Warum bist du auch so gutgläubig? Stopp. Pass auf. Wenn das bis zum Morgen dauert, kommt die Bundespolizei. Vielleicht das FBI. Und wir beide wissen ganz genau, dass du die wirklich nicht... Da ist das Buch. Damit kann ich leben. Ruf an, wenn alles da ist. Hey, was hast du da? Es ist aus seinem Buch... Über Vögel. Ah, es ist irgendeine Art Versteck. Schatz, woher hast du das? Es gehörte dem Sheriff. Ich dachte... Irgendwas war da drin. Vielleicht hast du es verloren. Ich weiß nicht. Ich habe nicht reingeschaut, seit wir hier sind. Vielleicht ist es draußen im Truck, aber Romero hat einen Scharfschützen. Er geht. Ich? Wir sitzen im selben Boot. Und Jay, du gehst auch. Mit dem? Er wollte mich festnehmen lassen. Wenn er was anstellt, tu, was du tun musst. Eine Woche zuvor, Two Rock County. Ich würde fast vermuten, dass das Anwesen der Holmes. Endlich! Der Jäger ist zurück! Ein paar Kaninchen gefangen. Ja, toll. Hab mal versprochen, wir machen das Dach, sonst übersteht es keinen Sturm mehr. Hier. Mach dich nützlich. Wir haben die meisten ersetzt. Du musst mir neue zuschneiden. Meinst du schaffst das? Hab ich schon mal gemacht. Kiefer. Leicht zu sägen und leicht zu vermasseln. Also pass auf. Mach ich. Ach so. Ja. Haben wir sehr, sehr gut geschafft. Hey, Brüderchen, weißt du, was wir aus dem Holz machen? Ich glaube, Kiefer ist Weichholz. Bin mir aber unsicher. Ich dachte, Dielen. Was? Dielen, hast du gesagt? Ja, glaub schon. Hörst du das, Tyler? Er ist ein Dealer. Was? Bist voll darauf reingefallen. Ah, schau ihn dir an. Das war der unlustigste Witz, den ich je in meinem Leben gehört habe. Wir werden auch einen Streich spielen. Fast vergessen. Hab was für dich. Ja? Oh, hätte ich wissen müssen. Ich hab ihm das beigebracht. Hey, wollen wir uns zudröhnen? Nee, muss noch was ausladen.
Nein, wir nehmen auf gar keinen Fall irgendwelche Drogen. Tschüss. Lieber nicht. Sicher? Definitiv. Oh! Ja. Nicht loslassen! Nicht loslassen! Was soll das? Was soll dieses dumme Rumgekicher da? Wo kommt denn jetzt an? Na, sieh mal an. Hoffe ich. Verderbe euch nicht den Spaß. Pa. Was? Keine Umarmung für deinen alten Herrn? Ah, fuck. Die Party ist vorbei. Hey, Jungs. Ihr seid wohl mit dem Dach fertig. Wenn ihr hier wie ein paar Mädchen rumkichert. Siehst du doch. Wir kommen gut voran. Was? Das hast du gemacht? Ja. Nein, ich war das. Nun, du bist zwar nicht das letzte Licht im Hafen, aber du bist besser als deine Brüder. Und schneller auch noch. Hättest du uns geholfen, wären wir auch früher fertig. Ich hatte in der Stadt zu tun. Und wie viel hast du diesmal verloren? Komm schon, Jay. Bist nicht zu alt für Prügel, Tyler. Verpiss dich und lass ihn in Ruhe. Tu dir einen Gefallen, Junge, und halt dich raus. Immer wenn mein Papi seine Uhr abnahm, war es Zeit für eine unvergessliche Tracht Prügel. Halt das. Oh nein, ich wollte ja eigentlich nicht fangen, aus Reflex. Tieferhaken. Sehr dumm. Worum um alles in der Welt streitet ihr euch diesmal? Nichts. Ich beglückwünsche die Jungs nur zu der guten Arbeit. Hab dich nicht zurückkommen hören. Wieso? Wolltest du den roten Teppich ausrollen? Damit du darauf herumtrampeln kannst? Deinen Scheiß aufzuräumen ist das Letzte, was ich brauche. Also, will mir jetzt mal jemand verraten, was hier eigentlich los ist? Jay? So, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir dann auch die Folge. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin, ja, bei dem Spiel ist es immer schwierig zu sagen, Spaß gemacht. Aber ich hoffe, ihr wart auch daran interessiert, es weiterzuschauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergehen wird in der nächsten Folge und hoffe, ich sehe euch da wieder. In dem Sinne dann tschüss.